Hallöchen, ihr da draußen. Herzlich willkommen zum Adventskalender hier bei Michas Modellbauwerkstatt. Heute ist es soweit, wir wollen das erste Adventstürchen an unserem Kalender öffnen. Ja, die Tage fangen an, langsam abzulaufen. Weihnachten rückt immer näher und deswegen würde ich sagen, ziehen wir doch jetzt mal unser allererstes Türchen, unseren ersten Briefumschlag von unserem Adventskalender. Da gehen wir doch mal auf unseren schönen Kalender. So, und da haben wir auch schon die Nummer 1. So, und da schauen wir doch mal, was wir hier so Schönes drin haben in unserem Türchen Nummer 1. Wir ziehen raus und haben, ja, da könnt ihr es sehen, den Kit. Ja, wir haben den Kit, den wir heute bauen. Und zwar ist das dann die Ausgabe Nummer 51, die wir dann jetzt verbauen wollen. Und ich würde jetzt sagen, ihr kommt jetzt dicht daran und schaut euch das Intro an und ich bereite hier alles vor. So, da haben wir sie, die Ausgabe 51 von unserem Kit. Hier haben wir einen Zettel noch drin. Und diverse weitere lose Seiten, wo ich dann irgendwie sehe, dass das wohl die Seiten sind, wo wir Fehler hatten. Ja, wir hatten ja auf gewissen Seiten Baufehler. Und die sind jetzt hier im Endeffekt, sag ich mal, noch einmal kurz beschrieben. Ihr könnt das sehen. An den Seiten 2 AP und hier hinten GP-Schrauben noch reinkommen sollen ins Lenkrad. In der Anleitung waren ja 2 Schrauben nur benannt. Die in der Mitte sollten frei bleiben. Das soll also dementsprechend korrigiert werden. Und dann haben wir hier nochmal, und zwar am Armaturenbrett. Auch dort sind 1, 2, 3 AP-Schrauben. BP-Schrauben benannt und in der letzten Anleitung waren es nur 2. Also, das haben die dann doch noch berichtigt, so dass wir das dann auch noch beheben können. So, dann schauen wir jetzt mal unsere Bauleranleitung hier rein. Wir nehmen unser schönes Teilchen.
was wir ja beim letzten Mal schon zusammengesetzt haben. Das nehmen wir jetzt wieder. Und dann drehen wir das auf den Das nehmen wir nämlich gar nicht. Wir nehmen unser neues Teilchen und da schrauben wir jetzt das Teilchen vom letzten Mal dran an. Nämlich dieses Teilchen hier. Ich hole euch mal ein kleines bisschen dichter, nicht zu dicht. So. Und das machen wir dann dementsprechend mit BP-Schrauben. Die hole ich mal aus. Zwei Stück sind das. Und dann schrauben wir die. Mal dementsprechend hier so schön rein. So, eine haben wir und dann kommen wir noch zur zweiten Schraube. So, das Teilchen haben wir jetzt so fertig. Dann brauchen wir unseren Schaltknüppel, den wir jetzt einsetzen sollen, und zwar geht das auch nur in eine Position, was mich traurig macht, dass man ihn nicht wie beim Dodge zum Beispiel, das habe ich auch in diversen Gruppen schon gelesen, kann nicht bewegen kann. Beim Dodge ist er ja beweglich und hier stecken wir ihn scheinbar einfach nur in einer Halbmondposition. So, und dann ist unser Schaltknüppel auch in Position. Dann haben wir eine weitere Konsole, die wir zusammensetzen sollen. Da haben wir ja hier einen kleinen Blister, den ich jetzt mal aufmache. Da haben wir einmal dieses Teilchen hier, dann haben wir hier so ein kleines Emblemchen, nämlich das hier. Das sollen wir jetzt ist auch wieder alles schön gemacht und schön gebrüllt, aber das, wo wir die das zeigen, funktioniert das wieder nicht. Man muss das schön andersrum machen. So. Das da einlegen, das da einlegen und dann das da ganz so einlegen. So, dann haben wir das Ganze nämlich
Verschraubt wird da scheinbar noch gar nichts. Wir müssen jetzt unsere... Mitte. Einen weiteren Hebel. Den sollen wir jetzt hier reinlegen. Das ist unsere Handbremse. Die legen wir da rein. Und dann sollen wir jetzt unseren Teil, was wir gerade zusammengesetzt haben, hier aufsetzen. So. Und von unten mit einer BP-Schraube dann verschrauben. Und zwar an dieser Position verschrauben wir das. Haben wir gemacht. Unser Pult sieht jetzt schon so aus. Die Handbremse ist beweglich, was sehr schön ist. Dann haben wir ein weiteres Element, dass wir jetzt hier so rum oder so rum, das ist jetzt eine Frage, nein, so rum sollen wir das, mit zwei HP-Schrauben sollen wir das anschrauben. Das wird unser Konsolendeckel, den wir da jetzt verbauen. Von unserem Mittelkonsolenfach. Da brauche ich einen klitzekleinen anderen Schraubendreher. So. So, eine haben wir. Und dann schrauben wir auch noch die zweite in Position und unseren Konsolendeckel setzen wir dann natürlich auch noch ein. Und das machen wir mit zwei weiteren HP-Schrauben. Eins. Und die zweite Schraube und dann Klappe zu. So, soweit haben wir dann jetzt schon unsere Mittelkonsole. Jetzt sollen wir den, wir brauchen jetzt den Stecker. Ja. Numero. Den Stecker mit dem Buchstaben. Wäre schön, wenn man den Buchstaben jetzt hier auch mal bezeichnen würde. V, genau. Das ist das Kabel hier, Buchstabe V. Das stecken wir jetzt hier durch unser fertiges Loch. Ah, noch gar nicht so, sondern wir sollen erst beide Teile übereinander bringen und dann sollen wir das Ganze da drin versenken. So. Haben wir gemacht.
ist versenkt. Und dann sollen wir das mit DP-Schraube zusammenschrauben. Mal hier eine rein. Aufpassen auf den Schaltknüppel, aber dann dürfte eigentlich nichts passieren. Und eine weitere hier oben. In Position. So, damit haben wir unsere Mittelkonsole dann. So, und jetzt haben wir nur noch ein paar Kleinteilchen. Da sollen wir jetzt noch die kleinen Teilchen aufeinander bringen. Aufeinander bringen. Und mit IP-Schrauben noch verschrauben. So. Eine haben wir. Und das gleiche machen wir noch ein zweites Mal für heute. Ne, jetzt ist wieder runtergefallen. So, und das war dann auch alles für die Bauphase Nr. 51. So, meine Lieben, das war dann alles für unser erstes Türchen mit dem Ausgabenummer 51 von unserem Kit. Da stecken wir jetzt mal das. Mit dem Kärtchen da dran. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das erste Video von meinem Adventskalender gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Gebt auch gerne ein Abo dem Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Da würde ich mich auch riesig drüber freuen. Lasst gerne einen Kommentar unter dem Video da, wie ihr den Adventskalender, das erste Video bisher, findet. Und ja, aktiviert am besten dazu auch noch die Nachrichtenglocke, dann verpasst ihr auch nicht das Türchen 2 oder auch hinterher die anderen Türchen von dem Adventskalender. Und in diesem Sinne, allen da draußen, Glück auf, macht's gut, bleibt gesund und bis morgen.